Wer jetzt nicht direkt mit dem Einteiler anfangen möchte oder einfach eine normale Touren-Sportjacke sucht, der könnte mal bei FC Moto gucken, denn da gibt es die Berik Wild Chase als so einen halblangen Blouson-Schnitt. Nicht ganz so kurz wie so eine Lederkombi-Jacke so wirklich und auch nicht so lang wie eine normale Jacke. Halt ein kurzer Hüftsaum hier. Allerdings, wie man sieht, ja mit so einer überraschend großen Taillenverstellung. Das ist ja arg. Da kann man sich ja richtig einen abbinden. Okay, das werden wir gleich mal ausprobieren, denn ich werde sie auch anziehen. Ich müsste reinpassen. Ich habe die Größe 60 bestellt. Das liegt jetzt nicht daran, dass ich denke, dass sie passt, sondern weil es die größte Größe ist. Es gibt die Wild Chase zwischen 48 und 60, also 50, 52, 54, 56, 58. Das sind die verfügbaren Größen. Und aktuell kostet die Pelle 319 Euro, ist gerade reduziert von 450. Da kann man sich die mal tatsächlich etwas näher angucken. Ist eine reine Rindslederjacke. Ja, gut, man kann ja auch mal draufschreiben, von welcher Marke es ist. Hier ist ein Ellenbogenprotektor drin. Das muss sein, denn sie ist, wenn ich es richtig gesehen habe, Moment, wir können ja mal nach dem Label gucken. Da haben wir es. Es ist, jawohl, Doppel A für persönliche Schutzausstattung markiert, sprich ist die zweithöchste Sicherheitsstufe. Wer Triple A nimmt, der kommt oft in die Bredouille, dass er sich kaum noch bewegen kann, weil Triple A dann schon so hohe Anforderungen an Schlag, Stich und Abriebfunktion hat, dass da schon tatsächlich so seine Rüstung rauskommt. Und dann fällt mir natürlich auf, hier langer Verbindungsreißverschluss, nur ohne Zipper. Sprich, der müsste dann an der passenden Hose sein. Das könnte die Auswahl einschränken. Es wird dann wohl eine von Berik sein müssen, aber das ist nicht schlimm. Und jetzt kommt so ein bisschen so ein Mini-Highlight. Das bin ich mal sehr gespannt, denn da ist ein Innenfutter drin. Nein, sorry, das ist kein Futter. Das ist eine Innenjacke, die wärmt. Eine Thermo-Innenjacke, die geht. Das ist nur eine Weste. Bis wohin geht die? Mal schauen, die geht. Bis kurz in die Ärmel rein. Also keine Jacke, sondern ein kleiner Windstopper. Wenn man mal ein bisschen im Frischen fährt und die Sonntagsrunde fängt man normalerweise etwas früher an. Genau, wir waren bei den Protektoren schon mal kurz angehalten. Klar, Ellenbogen, Ellenbogen, Schulter, Schulter. Im Rücken ist keiner drin, obwohl eine recht große Tasche dabei ist. Also da passt ein etwas größerer CE-Protektor rein. Das sollte man auch machen. Oder Krötenpanzer. Safety first, meine Freunde. Innentaschen. Eine gepolsterte fürs Mobilfunktelefon und eine ungepolsterte und ungefütterte Tasche innen noch. Dann haben wir im Reißverschluss auch noch eine? Nein, haben wir nicht. Haben wir eine ohne Jacke. Was ist das? Okay, da kommt man noch ins Futter rein, warum auch immer man das tut. Vielleicht kann man noch was nachrüsten, was ich bisher nicht gemerkt habe. Das kann ja alles sein. Schauen wir uns das Außen noch an. Ah ja, gut. Jawohl, hier so ein paar farbige Markierungen. Viel perforiertes Leder, das ist jetzt für die Abluft gar nicht so schlecht. Hier vorne in den Ärmeln ist auch so ein bisschen ein perforiertes Leder. Hier ist an die ganze Seite ist so leicht perforiert, dass ein bisschen an Luft reinkommt. Die Taschen sind von der Größe okay, man kommt allerdings nicht mit dem Handschuh rein, was auch noch ein Stück weit okay ist. Ob das hier reflektierend ist, müsste man mal rausfinden. Ich bezweifle es. Es greift sich aber tatsächlich schöner als gedacht hier. Schön weiches Rindsleder. Auch nicht schlecht, sondern tatsächlich sogar gut, weil es einen etwas satteren Abschluss zur Hose bringt. Hier so ein leicht gepolsterter Saum. Also leicht gebogen ist, dass es nicht so ganz arg zieht über der Kimme. Das ist nicht ganz unwichtig. Dann haben wir hier außen noch ein paar Schleif- und Schlagprotektoren außen und das war's im Prinzip. Genau. Erste Einschätzung für aktuell 320 Euro.
Ist okay, wenn man auf die Farbe steht. Es gibt sie auch in anderen Farben, die Wild Chase. So ist nicht. Wir haben uns hier jetzt mal die offensivste Farbkombination hier mit diesem knalligen Rot und dem knalligen Gelb ausgesucht. Sieht jetzt eigentlich so ganz gut aus. Tatsächlich würde es mich interessieren, ob das hier reflektiert. Wie gesagt, ich bezweifle es ein Stück. Vielleicht findet sich in den Kommentaren ja jemand, der das kennt. Und jetzt bleibt eigentlich nichts mehr anderes zu tun, als mal reinzuschlupfen. Und da ich dazu nichts ausziehen muss, werfe ich sie jetzt einfach mal über mich. Wie gesagt, normalerweise trage ich so 60-62, je nach Modell. Und die RSF, die Einteiler-Kombi, die habt ihr ja auch schon gesehen, die hat in 60 schon mal sehr gut gepasst. Aber auch, oh ja, also Passform ist nicht vergleichbar mit der RSF Tech. Sitzt ein bisschen stramm um die Brust. Ginge aber zu. Aber auch wieder auffällig. Jetzt überlege ich mir gerade, ob ich vielleicht einfach zu kurze Arme habe. Ist das so ein Altersding? Werden die Arme kleiner? Ja, auf jeden Fall, da hätte ich gern eher so die Länge der 58. Wird hier aber nicht passen, weil das stört mich jetzt schon, das weiß ich jetzt. Da also auf jeden Fall gerne mal beide Größen zum Gegenchecken ordern, wenn man nicht ganz dringend die 60 braucht, so wie ich. Wie gesagt, zwischen 48 und 60 gibt sie. Und wenn ich jetzt mal so sagen darf, für 320 Euro plus Rückenprotektor ist der Deal eigentlich ganz okay, weil sich das Leder, gerade hier, das greift sich sehr, sehr schön. Das sollte man sich mal überlegen, wenn man eine neue sportliche Lederjacke sucht, die Behring Wild Chase bei FC Motor.